Leute, willkommen zurück zu Let's Play Omsi, der Omnibus Simulator 2. Jetzt kann ich es wenigstens mal richtig sagen, denn ich habe mir jetzt extra hier auswendig lernen müssen. Boah, Deutsch, jetzt geht das wieder los. Am besten mache ich demnächst das Plays in Englisch, dann kommt er nicht vor, Mann. Pass auf, ja, ich habe mir jetzt mal genau, mich informiert, wie das Spiel genau heißt. Ich meine, ich bin jetzt so doof und vergesse ja, ne, und deswegen Omsi, der Omnibus Simulator 2, nicht Omsi 2, der Omnibus Simulator, wobei das meiner Meinung nach auch irgendwie ein bisschen besser klingt. Naja, das heißt ja Omsi 2, nicht Omsi, der Omnibus Simulator 2, ne? Naja, okay, oder? Doch, kann sein, aber, ach komm, jetzt, sonst, kommen wir gleich Knödel raus hier, Mensch, so, wir sind auf St. Ilsensee mal wieder. Heute mit dem Citaro gehen. Ich hatte schon vor, den zu fahren in der Aufnahme mit dem Nico, jedoch gab es ein paar technische Schwierigkeiten mit dem Gefährt hier. Auch wegen eines Soundmods. Dann habe ich mir gesagt, komm, Soundmod, das ist mir jetzt auch sowas von dem Port für ein Wort. Mit das mir sowas von Meisenknödel, genau. Da ich mir dann gesagt habe, komm, dann nehmen wir für die normale Variante, die jetzt hier drauf ist. Das müsste die normale sein. Wir fahren mit dem Viertürer. Der Bus backt teilweise rum, dass, wenn man die Sicht verändert, irgendwas, dass er auf einmal loshüpft. Und um das zu vermeiden, möchte ich möglichst wenig jetzt hier rum switchen. Und deswegen würde ich mal sagen, dass wir starten. Ewi, Eduard und Elektrik an. Wir haben hier, warte, geht das alles? Das geht alles. So, vier Türen. Habe ich mir gesagt, komm, dann nehmen wir, wenn wir mal den richtigen her, die richtig harte Sau unter den Gelenkzügen. Welche Linie bin ich ja mit dem Nico gefahren? Damit ich jetzt mal eine Linie zeige, die wir noch nicht kennen. Rotrast Bahnhof, würde ich mal sagen. Dann beamen wir uns mal ganz so zum Rotrast. Oder nee. Halt, wir können zum Rotrast Bahnhof fahren. Von dem zentralen Omnibushof hier. Omnibusbahnhof, Entschuldigung. 11.42 Uhr in Richtung Rotrast. 11.42 Uhr. Merken. 11.42 Uhr. Merkt ihr das bitte? 11.42 Uhr. Nehmen wir 40. Plopp. Und. Das war Linie, ich glaube 426. Ich kann gleich mal nachgucken auf unserem Fahrplan. Ach da. Das ist Rotrast Bahnhof. Wenn ich jetzt Route 01 eingebe oder so weit, steigt kein Arsch ein. Ich musste dummerweise ein Ziel eingeben. Frag mich bitte jetzt nicht warum. Weil ich kann beides eingeben, damit auch die Ansagen weiter schalten. Ah! Rotrast Bahnhof. So. Und jetzt dazu setze ich noch Route 01, damit die Ansagen auch weiter schalten. Die jetzt, glaube ich, hier nicht eingefügt wurden bei mir. So, Bremse voll rein. Das kenne ich ja schon von dem Evo. Von dem N. Evo. Ne? Kennst du. Und da die bunten Pfeile, die blitzen auf. So rollt der Karren nicht los. Lass mich raten, Druckluft. Warte, das kann man hier durchschalten. Systeminfos. System. Okay, errors not found. Created for you by Altair and Wizard. Oder Wizard. Wizard, denke ich erstmal. Heißt das. So, Moment. Da, so. Druckelufto ist. Ja, das ist Tank. Mensch, hallo. Mich raten. Moment, das muss. Da ist sie doch. Müsste eigentlich rollen, die Karre. Moment halt. Irgendwie, ich bin jetzt ein bisschen durcheinander mit den Anzeigen. Ich habe mir wieder einen Kommentar, der mir das erklärt. Ne? So wird das sein. Weil alte Rentner wie ich, die haben da immer ihre. Sag mal, wie viele Menüs gibt es denn überhaupt? Ich grabe ja immer neue aus. Hier sind gerade 8 Bar, hier sind 10 Bar. Oh, er rollt! Er rollt! Muss ich mich mal genau schlau machen, wie das ist? Ach, hier ist der. Was ist das denn? Das sieht mal aus wie so ein Treibstoffverbrauch, der in meine Höhe treibt. Aber ist irgendwas mit Bar. Komisch. Oh, er ist vorbeigefahren an mir, ohne mich kaputt zu machen. Das höre ich, bzw. sehe ich auch nur selten. So, zentraler Omnihof. Omnihof. Omnibusbahnhof steigt 3. Ich bin so lange kein Omnibus mehr gefahren. Mal gucken, ob ich das überhaupt noch kann. Hier ist auch schon steigt 3. Direkt. Ach. Und ich, nee. Wir sind nicht bei Omnibus 1. Ich wollte gerade schon sagen, die laufen schon auf uns zu. Das wäre ja etwas sehr gedingst gewesen. Ja, ich sehe, wie motiviert die schon auf mich zugehen. Moment, ne, wenn ich jetzt rausgehe, dann ist die Kacke am Dampfen wieder, ne? Ziel 05, Rotrast Bahnhof. Komm, ich glaube, daran durch die Route lag das jetzt gerade, dass ich die eingegeben habe.
Kann es sein, dass ich Verspätung habe, weil ich hier gerade zu viel gelabert habe? Ja. Pass auf, dann müssen wir das kurz mit der Hilfe machen. Wenn ich jetzt genau dasselbe mit der Hilfe eingebe, was ich da eben eingegeben habe, dann geht das auf einmal. Halt, es muss S wie I heißen, ne? Aber hier wird auch da gezeigt, ganz viel kalt hier drin. Eine Tageskarte. Dass ich das Ziel 5 gewählt habe. Also irgendwie ist das ist jetzt die Version 2.008 oder irgendwie sowas. In der 8. Das sind so viele Nullen. Nullen bringen mich immer total durcheinander. Besonders von so Versionen. Das ist mal ganz, ganz, ganz schlimm mit mir. Und ja. Ich fahre wieder hier live on stage mit dem G27. Das Schöne ist, es ist ja so leise jetzt, ne? So hat man das ja immer gehört. Das ist Driving Force GT noch. Das war ja immer nervig. Jetzt hört man das gar nicht mehr. Ich habe das hier noch liegen oben und dann habe ich das mal, also in meinem Zimmer jetzt hier, und dann habe ich jetzt 26 ist links, okay. Habe ich, wie gesagt, versucht, das mal zu drehen, vergleichsweise, da staudet sich wieder, der Bug, der ist ja bekannt inzwischen. Habe ich versucht, das zu drehen und dachte, hä, wie laut ist das denn? Das kam mir damals mal normal vor, diese Lautstärke, und jetzt, heutzutage, sage ich mir, wie konnte ich das damals bei dem Lärm nur aushalten? Wie kann ich auch so doof sein und vergessen, das hier wieder auf, genau, die Anzeige zu schalten? Wobei, naja, Knödelfahren, yep, genau. Wer Einwände hat, dem, naja, dazu möchte ich jetzt nichts sagen. So, der wichtige Abteil ist, da ist alles Palotti, Paletti, genau, lustig. Paletti, was sage ich als nächstes, Paffrotti oder sowas. So. Wo müsste denn Rotras 8426 nicht verwirrt sein? Dem Bahnhof wurde da vergessen immer. Was heißt vergessen? Mit Absicht wahrscheinlich. Denn abkürzen ist ja auch keine Schande. So. Ja Gott, ich... Moment. Seit wann hupen die einen an, oder? Ah ne, das war der hinter mir wahrscheinlich, ne? Moment. Wie einige wahrscheinlich jetzt schon... Wie wahrscheinlich einige schon bemerkt haben... Ich habe die Sicht wieder geändert. Ich weiß jetzt nicht, welcher Wert das ist. Wenn du willst, möchte ich dann gerne fahren. Dann muss ich extra nochmal nachgucken. Arbeit. Hilfe, Hilfe. So. Kalt hier. Achso, halt. Genau. Kalt. Ja, gut. Kalt, Hallo. Das kann ich lösen, das Problem. Ich habe überhaupt keinen Plan, wie ich die Heizung hier bedienen soll. Lass mich raten. Das kommt nach da. Das Thermostat. Das ist die... Ah, das ist die Stärke. Okay. Und das muss dann, glaube ich... Das jetzt wird nach innen jetzt geblasen, ne? Kann man so schlecht erkennen, weil es so unscharf ist, doberweise. Das hier vorne ist okay, das hier vorne ist aber schon viel zu verpixelt. Leider. Leider. Halt, Warnblinkanlage an. So, jetzt aber. Ich sitze so tief, dass der Spiegel leider nicht aktualisiert wird, aber ja, möchte ich nicht sitzen, weil ich finde diese Sicht einfach. Ach so, halt. Mit der Kupplung weiterschalten. Vollbachstraße, Park. Eishalle. Nee, hi, ha? Was? Wenn ich jetzt nicht total Malle bin, kann das sein, dass da... Nee, doch, das war doch richtig jetzt. Jetzt steigen die gleich auch nicht mehr ein, oder? Wenn ich mich gerade recht... Nee, doch, ist doch richtig. Das ist nicht Park, das ist... Eishalle. So. Eissporthalle. Ne? Wenn man den kompletten Namen haben möchte. Ich hatte gerade so eine Olla, Punkt 3.7.95, da eben Bohrfette Scheiße hören. Sagen hören. Hören sagen, naja, klar. Hören sagen. Boah, ich bin schon so lange nicht mehr gefahren hier, ist das Schlimme. Da bin ich mir mal ganz unsicher, wie das ist genau mit dem, mit dem Kurvenradius. So, das ist jetzt Kempenallee. Ich hab mit Klempner vorher gelesen. Ich denke so, hä? Das kann ja wohl nicht sein. So. Ach ja, genau, hier reingucken, dann sehen wir es ja auch. So. Hier rechts. Bah. Warte, nee. Mensch, auf diesen Trick fahre ich immer wieder rein. Ich denke, ich fahre da was um. Aber ich fahre da, ja, ausnahmsweise nichts um. Weil es immer so ein bisschen täuscht dann. Das ist natürlich dann immer so. Nee, sorry. Bremsen. Nichts geht über Bremsen, denn Bremsen ist dein liebstes Mittel. Das ist geliebt. So
sofort aussteigen. Ja, dieses sollte gerade meinen Hilfe. So, Moment. Halt, das war jetzt die Windows-Taste, die Horst. Alt muss ich drücken. Und dann hier die... Möchten Sie, dass die Polizei blablablub? 4 Minuten verloren. Schnell mal weiter, nicht, dass der nächste Heinz jetzt rein donnert. So habe ich ihn irgendwie auf neutral geschaltet. Aber so Malle kann ich doch heute schon nicht sein, oder? So, Spiegel kurz aktualisieren, obwohl es jetzt nichts bringt. Im Spiegel hätte ich gesehen, wenn er in uns reingefahren wäre. Warum drücke ich immer die Windows-Taste sich aus? Ich bin jetzt gerade wieder zu doof dafür, warte. Reparieren geht nicht, das heißt, da ist wohl auch nichts. So, jetzt wieder weiter, richtig. Halt, jetzt wird das Spiel aktualisiert, das liegt daran, weil ich beschleunige und so nach hinten gedrückt werde. Ich habe auch schon versucht, wenn ich mich gleich höher setze, ob es dann funktioniert, aber es geht leider nicht. Morgen!